Black Flag. Black Flag. Abstergo. X drücken. So, Einzelspieler. Neues Spiel. Nun schauen wir gleich mal. Nun schauen wir gleich mal. Das Spiel starten. Ubisoft präsentiert. Festhalten! Captain Luna ist da. Juni 1715. Sie haben uns! Kannst du sie sehen? An die Kanonen! Okay, bewegen, erreichen, das Ruder des Schiffs erreichen. Der Steuermann ist tot. Nimm jemand das Ruder. Dann schauen wir uns mal Richtung Ruder ums Vierer kämpfen. Kenway, geh ans Ruder, verdammt! Wir sind schon dabei, wir kommen schon in Richtung Ruder. Jus ist tot, Kenway. Du musst das Steuer übernehmen. Kanonen abfahren, um ihre Kanonen abzufahren. Halte L2 und bewegen, zu zielen. Drücken Sie dann L2 um zu schießen. Schießen Sie für maximalen Schaden auf den Rumpf. Bereit zu schießen, Sir! Feuer! Sie sind nicht allein, Sir! Der Berger ist nicht die Kanonen, Männer! Ah, der muss. Schiff verfolgt uns! Und uns drehen. Verdammte Royal Navy! Nicht allein zu sein, Sir! Feuer! Ja, der war nicht ganz zu sein. Beeilen uns schon! Feuer! Und jetzt? Genau, dann kommt die Breitseite da, zack. Ja. Bereit zu feuern, Captain! Drehen. Feuer! So cool ist. Was fertig, Feuer! Und dann. Feuer! Bereit zu feuern, Sir! Repassen, abfeuern. Mama, Kino. Das Magazin! Es explodiert! Ist es gefährlich? Na. Edward. Hm? Die Freibeuterei. Ist es gefährlich? Wäre ja sonst nicht so gut bezahlt. Warum gehst du nicht zur Royal Navy? Du kriegst sicheres Geld, segelst mit Gentlemen. Ich pfeife auf diese Gentlemen. Für jeden Schilling, den ich verdiene, bekommt der Captain 600. So verdient man kein Vermögen. Schilling. Wir brauchen kein Vermögen. Es geht nicht ums Brauchen, Caroline. Ich will Essen, das mich nicht krank macht. Ich will Wände, die den Wind abhalten. Ein angenehmes Leben. Wie lange wärst du unterwegs mit diesen Freibeutern? Ein Jahr, schätze ich. Höchstens zwei. Also gut. Nicht mehr als zwei. Versprich es.
Na gut. Das Ufer erreichen. Schwimm, 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 schwimm. Halte. Ja, okay, das haben wir gemacht. Um schneller zu schwimmen. Und großen Spawnen. Und wir tauchen, ja. Da ein Kokosnuss am Shell. Oh, da liegt sogar Flaschenpost. War's für dich auch so gut? Havanna. Ich muss nach Havanna. Dann baue ich uns schnell ein neues Schiff, oder? Ich bezahle dich. Ist es nicht das, worum es euch Piraten geht? 100 Escudos. Sprich weiter. Hilfst du oder nicht? Du hast dieses Gold nicht dabei, oder? Verfluchtes Piratenpack! Dich hol ich mir, Früchtchen! Jawohl, auf unserer Insel angekommen. Den Assassinen finden. Mann. Das war ein schlechter Anfang. Okay, so können wir fokussieren. So haben wir die Sicht. Und so laufen wir. Okay, springen. Jawohl, geht auch. Perfekt. Mal da eine Map anschauen. Wir haben eine Map. Ja. Sicher, geht nur weiter, oder? Ja. Aber wie groß ist denn das? Puh, nur wieder einige Spielstunden werden. Springen wir mal da durch die Hecken und auf wieder. Halten Sie ja zwei und bewegt um vorwärts beizulaufen. Hä? Da liegt ja was. Ein Skelett. Sieht komisch aus. Klettern. Habe ich da gerade klettern gelesen oder springen? Ah, das war Klettern. Okay. Ah ja, schauen wir mal zu dem Assassinen. Vielleicht findet man gleich, oder? Muss man suchen. Ah, durch die Höhle durch. Oh, da sind wir eine Suppe gemacht. Sind wir da? Das heißt, Vögel können wir da abspringen auch. Schauen wir mal über die Brücke. Es sind 100 Meilen oder mehr nach Havanna. Willst du den ganzen Weg laufen? Um vorwärts zu klettern. Dann schauen wir mal auf.
Womuk. Das ist ein Lagerfeuer. Oder brennt da der Baum? Man weiß es nicht. Aber wir müssen nur noch weiter auf. Wo was ist da oben? Na geht ja. Auf den Turm? Ist es schon mal ein Turm? Ja, ja, sicher. Edward. Edward. Okay, wir müssen nicht um und darf. Oh, ja. Synchronisieren. Ja, synchronisieren. Optimal halt der zwei gedrückt. Halt sie. Ah, wegen Springen, sonst kommt man nur synchronisieren. War nicht schlecht. Die Steuerung war früher doch besser. Blöder Render. Wo will der bloß hin? Und dann schauen wir, dass wir noch einer. Halt, stopp! Okay, da auf. Na komm. Wir könnten uns zusammentun! Kann ich von dort da aufspringen? Na sicher. Okay. Bleib mir vom Leib! Sicher töten wir den jetzt, der hat uns angeschossen. Was ist mit dem? Hallo, nicht da haben, bleib stehen. Das Problem, wir können nicht einmal abschießen, wir haben nicht einmal Waffen, wir müssen aufpassen. Lu. Jawohl, gekontert, erfolgreich. Wir können ihn anvisieren. Scheiße, ist er schon tot? Ist aber schnell gegangen. Wird jetzt nicht so schnell. Ist aber schnell gegangen. Wird jetzt nicht so schnell. Mr. Duncan Walpole. Ich nehme euer großzügiges Angebot an und erwarte eure Ankunft mit Spannung. Mit Spannung. So ihr tatsächlich in Besitz der gewünschten Informationen seid, werden wir euch großzügig belohnen. Obwohl mir euer Antlitz unbekannt ist, werde ich, glaube ich, das Kostüm wiedererkennen, für das euer geheimer Orden so berühmt ist. Also kommt zügig nach Havanna. Ich werde euch willkommen heißen wie einen Bruder. Su más humilde servidor, el gobernador Laureano Torres y Ayala. Mr. Walpole, holen wir eure Belohnung. Einen Weg nach Havanna finden. Warum ist man da oben? Ist er off? Also Truhe. Ah, wenn wir sie synchronisiert haben. Ja, klar. Oh, da sind noch mehr.
Was ist denn da was? Jaguar. Animus-Fragment. Dort oben. Ich bin nur so gewohnt, dass ich da R2, R3 druck zum Schnurlaufen. Wir müssen da irgendwie auf. Na Oma. Und da kommen wir nicht auf und klettern können wir auch nicht. Ei! Hoch geht. Haben wir irgendein Fragment? Ein Animus. Ein Fragment, jawohl. Und da unten ist sicher. Wo der Wasserfall ist, ein Schutz. Der Schoner sollte ausreichen. Hundertprozentig. Ja, ja. Jawohl, im Wasserfall. Hallo, Truhe, erbeuten. 261. Rrr, Yep. Und da haben wir irgendwas mit Karte auf sie. Okay, den haben wir nicht synchronisiert. Den haben wir auch nicht synchronisiert. Ah, den haben wir synchronisiert. Okay, wo war dann der nächste zum Synchronisieren? Na! Und da sind wir gekommen. Gehen wir da irgendwie auf. Und da. Jawohl. Haben wir den Splitter gesehen und sind gleich gesprungen, anstatt dass wir synchronisiert hätten. Warnung, Sperrgebiet. So. Finde einen Weg. Da, was haben wir da? Eine Leiche. Und von der Leiche kriegen wir eine Schatzkarte. Dann schauen wir uns die Leiche mal. Für deine Sir, ich den Kaufmann befreien, das heißt, wir müssen die killen. Und die killen wir, indem dass wir vorsichtig vorgehen, weil das ist nur als Assassin's Creed. Ich glaube, da haben wir sogar One-Hit. Nimm mir einen Grund, deinen Schädel nicht zu spalten. Nehmt meinen Zucker, nehmt alles, was ihr wollt. Anpirschzonen. Bereiche mit dichter Vegetation können als Anpirschzone benutzt werden, können sich darin verstecken und unbemerkt bewegen. Nutzen Sie sie, um sicher Ihre Ziele heimlich zu nähern. So, ich zahle auch. Alles, was ihr wollt. Komm her. Problem ist, wir müssen aufpassen, dass uns die anderen nicht sehen. Oh Gott.
Reifen. Mehr. Ja, kommt da einer. Ja, genau so. Nehmt meinen Zucker. Nehmt alles, was ihr wollt. Parieren. Jawohl, da pariert. Schauen wir das mal mit. Ah, da drüben. Jawohl. Ab mit dem Kopf. Okay, nicht ganz. Schauen wir das mit dem da noch killen. Hallo. So gut. Nehmt alles, was ihr wollt. Was haben wir da? Cape Bonavista. Maya-Stelen. In der Ruhe, Notenblätter, Animusfragmente, Geheimnisse. Oh, ich zahle auch. Alles, was ihr wollt. Und gleich mal zu der Leiche. Hallo, du brauchst die Schatzkarte sowieso nicht mehr. Oh Gott, das nicht. Oh. Schatzkarten. Finde die Schatzkarten bei den Leichen verstorbener Entdecker. Karten führen sie zu einem bestimmten Ort auf deiner Insel. Wenn sie dort graben, können sie Geld oder Pläne finden, um ihr Schiff aufzurüsten. Nutzen sie, um die Karten auszuwählen und drücken sie, um sie zu öffnen. Die Koordinaten führen sie zum richtigen Ort und das Bild hilft ihnen dort, die richtige Stelle zu finden. Dieses Future ist auch auf einem zweiten Bildschirm verfügbar. Ja, aber... Egal, gehen wir mal mit Tee. Nehmt meinen Zucker! Nehmt alles, was ihr wollt! Zucker. Bei Gottes Gnade, Sir. Ich danke euch. Nee. Alles, was ihr wollt. Ich bin euch ewig dankbar. Zucker. Ist das deins? Es ist mein Schoner. Doch hier liegt mein armer Kapitän und ich habe kein Talent fürs Segeln. Ich kann ein Schiff führen, keine Sorge. Ihr habt doch nicht vor, es mir abzunehmen, oder? Ich bin Duncan. Wie heißt du, Freund? Steed Bonnet. Nun, Meister Bonnet, das muss jetzt unter uns bleiben. Ich reise im Geheimauftrag von seiner Majestät, dem König, Gott schütze ihn, und muss unverzüglich Havanna erreichen. Ah, das höre ich gern, Sir. Havanna ist auch das Ziel meiner Reise. Wir haben denselben Weg. Dann sind wir verbündet. Ah, ihr habt mich beruhigt, Sir. Dabei hielt ich euch erst für einen Piraten, als ich euch sah. Ach was? Ja, ihr habt einige unkonventionelle Verhaltensweisen. Schnell und leicht, wenn ich das sagen darf. Das hat mich erschreckt. Aber bedenkt man alles? Dann ist es doch ein recht erbaulicher Tag geworden, meint ihr nicht? Das Ruder des Schiffs erreichen. Ohne ein Ruderboot werden wir wohl zum... Wir gehen aber vor jetzt der Schatztruhe. Ich verdruck mich immer. Oh, ein Schüttkurt. Silberkette, Silberring.
Animus-Fragment. Animus. Ja, Mau. So, da für wieder. Wo müssen wir nur weiter auf? So. Fragment Agle. Nicht da auf den Sturm, wir müssen da weiter. Ah, nicht da auf, ja, da. Da geht's am besten wo weiter? Und wieder um. Gerade dann auf. Und da. Wie ist denn so weit vor? Rainbow. Irgendwo was markiert. Oh, unterm Wasserfall schon wieder. Das gibt's ja gar nicht. Jedes Mal unterm Wasserfall. Hallo? Ist da jemand? Nein. Nein? Nein. Wer sagt nein? Nein, bist du da? Und Smaragd. Und die erste Kiste, da haben wir nur eine. Die ist 16, 15, 14, 16, 18. Wo ist denn die? Da unten. Komplett verkehrt, was sagt denn das? Na, wieder auf. Wo kommt man da am besten auf, wieder auf? Da geht's auf, schau dir an. Und hopp. Ja, was? Auf wieder.
Was ist da? Wildschwein, Achtung. Achtung, Achtung. Ja. Ein totes Wildschwein können wir gleich halten, auch. Einmal Knochen und einmal Wildschwein hat. Also mehrere. So, da haben wir einen neuen Shanti für ihre Crew. Neuer Shanti. Das ist ein Shanti. Was soll denn ein Shanti sein? Ah ja. Nimm nach. Da unten, Alter. Hallo, stopp, wir brauchen das Notenblatt. Kommen. Und den Baum weg. Hey, ist er da aufgekommen? Hallo. Houston, ich hab ein Problem. Wie soll die dort aufgekommen? Hallo. Das war nur das Fragment. Scheiße. Wir brauchen aber das Notenblatt. Okay, dann nochmal. Zack, halten. Den Knochen nehmen wir Wildschwein halt wieder. Verschobung. Genau daher gesprungen, das war der Fehler. So, da habe ich eine Truhe da hinten markiert. Okay, sprengen wir wieder eine Lumme. Müssen da irgendwie drauf wieder. Oh, da haben wir es. Erbeuten. Knochenpfeile, goldener Kompass. Holen wir sie die drei noch. Und dann decken wir auf, wo ist denn da drüben? Erbeuten. Und next.
ein Wildschwein. Wurde gesichtet. Knochen, Wildschweinhaut, jawohl. Und da haben wir schon die nächste Truhe. Aber das fällt mir eigentlich aufdeckt, oder kann man nur die Map aufdecken, indem dass man synchronisiert. Ich schätze mal nur synchronisiert. Meter unter uns, das wird dort oder der Eingang beim Wasserfall sein. Ja, da. Zack, wir wollten, jawohl. Dann gehen wir gleich da um. Holen uns den Synchronisationspunkt, Silberarmband und. Was ist nur Silberarmband? Mehr nicht. Na gut. Was können wir da auf? Jawohl, wir haben ihn abgekürzt. Das ist synchronisieren. Und dann hätten wir das einmal synchronisiert. Schauen wir mal, vielleicht ist bei der Map jetzt nie mehr kommen. Naja. Na da, das ist die Meierstele. Na da noch. Holzbauer Tierkadaver. Ein Brief. Und dort der Truhe, die muss da irgendwo hinten sein. Und dort. So wie zu heute. Vielleicht hat sie einen goldenen Kompass gefressen oder so. Die kommt auch nicht weg. Knochen Wildschweinhaut. Wuh. 166 Jahre. So, ich bin gespannt, was die Meierstele da ist. Ja, da, Jun. Da drüben. Wir können da oben. Ich glaube, da aufgeklettern. Die Ranken, schauen wir mal. Ja, nein, er springt gleich mal so geschissen oben wieder. Da kommen wir nicht rauf. Schweinsboden. Arme Knochen und Wildschweinhaut. Die Meierstiele ist da irgendwo da drinnen. Ah, mit Rainbow. Ja, halt mal in der Luft perfekt. Was? Aber noch viel dran.
Gehen wir da jetzt durch. Interagieren. Richten Sie die Form an den hervorgehobenen Objekten aus. So. Genau in der Mitte müssen wir Chrom oder erreichen. Na. Graben. Mit dem Schwert. Genau. Hinten der Kadaver. Perfekt. Wir haben einen Meierstein. Und da irgendwie. Haben wir da Inventar oder so? Edwards Upgrade, Schwerter. Ja, oder Inventar. Schatzkarten. Da war noch was. Hmm. 179, 593. Knochen. Munition. Hundertneunundsiebzig, 593. Wenn wir da, oder? Schatzkarte, nur mal sagen, hallo. Steg. Palmen, Palmen, Steg. Palme, Palme, Steg. Kann da auch irgendwo sein. Naja, holen wir uns mal die Schatztruhe da. Und da ist sie schon. Jawohl. So, haben wir das schon synchronisiert? Er ist aufgedeckt. Heißt eigentlich, wir könnten uns da herporten. Schnellreise nicht verfügbar. Wieso sollte Schnellreise nicht verfügbar sein? Schauen wir vielleicht das jetzt. Haben wir das auch aufgedeckt? Die Schnellreise ist einfach nicht verfügbar. Okay. Jetzt greift da nichts an, keine Ahnung warum. Und nur aber einfach markieren. Beziehungsweise ist ja nicht noch richtig.
oben stimmt, ja. Perfekt. Jump. Sauber. Da muss die nächste Truhe. Mach auf. Das ist ja das Kadaver, haltbare Kadaver. Haben wir den jetzt liegen lassen? Oder ist das ein spezieller Kadaver? Abracadabra. Wo liegt der Kadaver? Na, den haben wir liegen lassen. Hat der wieder auf der Karte angezeigt? Okay. So, dann gehen wir mal da oben. Und da rauf gleich. Da haben wir einen Fuß drauf, dann ist er offen, perfekt. Goldene Tabakdose. Ah, da haben wir wieder Animus-Fragment. Ja. Ist sie ausgegangen. Aber die Palme liegt eh so perfekt. Jawohl. Das ist ein Jaguar. Also ist ja doch kein Jaguar. Ein Porzellan-Tee-Service. Na geht ja. Silberne Taschen und Jadelstatue. Ist da unten? Ja. Und da irgendwie runterkrallen. Hängen, da hängen. Jawohl. Fallen lassen. Was war das? Achso, okay, da hätten wir sie versteckt. Na, wo liegt denn da? Das Observatorium. Ich verweilte mehrere Tage beim meinem Entführer, beim meinem Alham, stellte ihm Al-Jali Fragen und er tat selbige mit ihr. Und all die Zeit wunderte ich mich, welche Schicksale
mich geplant habe. Dann endlich am siebten Tag fragte ich, was mir auf dem Herzen lag. Was wollt ihr von mir, Herr, dass ihr mich so gefangen haltet? Bossfire, thanks for your follow, danke für den Follow. Lachte Balham und entgegnete, ihr seht kein Gefangener, Visio. Könnt jederzeit abreisen, sagt uns nur, wo wir euch absetzen sollen. Und so ist es unsere Macht, liegt bringend in euch dorthin. Diese Antwort überraschte mich erst, dann entzürnte sie mich. Warum habt ihr mich dann mit solch teuflischen Methoden hergebracht? Entführet gar. Boah. Das ist ja kein Deutsch nicht. Darauf entgegnete er, euer Meister hat einen Templer zu Gaste und konnte inzwischen selbst ein eben solcher Sein sein. Diesen Männern darf man einen so wertvollen Preis wie euch nicht anvertrauen. Haltet euch fern und jenen, den sie suchen, nach dem Wissen, welches ich verborgen in euren Verstand, in eurer Träume, eure Erinnerung und der Ort, der euch einst hold war, das Observatorium. Dieses Wort halt in meinen Ohren nach, denn ich hatte es bereits früher gehört in einer anderen Erinnerung vor langer Zeit. Was wünscht ihr von mir her? Fragt ich ihn. Wollt auch ihr mich die Geheimnisse entreißen? Balham lächelte, ich würde sie nicht scheuen, doch ob ihr sie mitteilen mögt, ist eure Entscheidung. Eure Geheimnisse gehören euch und nur ihr könnt sie teilen. Okay. Oder nur in die Höhle. Nicht einmal Höhle, einfach so. Okay. Und da rüben. Schwimmen wir mal durchs schöne Wasser da. Da liegt ja einer. Platzhirsch, was? An einen Ort alle verfügbaren Aktivitäten beendet. Na, fangen wir schon mal gut an. Geheimnis haben wir auch, das haben wir auch. Perfekt. Das heißt, wir können uns vielleicht oder auch nicht durchapporten. Nicht verfügbar. Wir werden da wieder aufgekommen müssen. Eventuell auf das Boot vielleicht. Ein wenig schneller aufgekommen. Ja. Genau so. Dann klettern wir gleich da oben rauf. Frage, können wir da irgendwie abkürzen oder nicht? Ja, ich glaube schon. So geht's auch wieder. So. Da drüber, perfekt. Ja, so geht's auch. Na, oder? Gar nicht auf. Aber da geht's um. Naja, da geht's nicht weiter. Mein Gott.
fast wieder zurück. Und da auf. Können wir sie wahrscheinlich jetzt noch immer nicht, obwohl wir aufgedeckt haben und auch so. Also dann müssen wir das auch noch lernen. Umspringen. Wie kommen wir da? Nur verkehrt. Na, wir sind da. So, da sind wir jetzt richtig, das gibt es sonst nicht mehr anders. Jawohl. Wenn wir einfach auf die Hütte nehmen und. Obwohl den Assassin auch noch kennt. Da hab ich. Klar mal, die synchronisiert ja wohl. Synchronisiert waren wir eins gut. Ohne ein Ruderboot werden wir wohl zum Schiff schwimmen müssen. Da gibt es wohl Schlimmeres. Ist das anstrengend? Hätte ich doch den Mantel ausgezogen. Doch, wir weggehen und auch immer nur so. Na ja, super. Hello, Crew. Wir sind wieder hier. Willkommen an Bord, Duncan. Sie ist nur ein Schoner, aber gut geeignet für meine Zwecke, für Warentransporte von einer Plantage und dergleichen. Sie wird reichen. Es weht ein steifer Wind. Sollen wir volle Segel setzen? Nee, klar. Volle Segel von ah, raus. Ich spüre den Wind in den Haaren. Der Geruch und der Geschmack der See haben etwas sehr Erfrischendes. Das herbe Aroma von
von Möglichkeiten. Das ist die beste Art, es zu sehen. Alles setzen und schafft zum Wind aus. Jetzt fliegen wir wirklich mit dem Wind, was? So können wir das sehen, ich glaube, ja. Diese Leute waren besorgt wegen der Geschichten über Piraten in diesen Gewässern. Sind sie wirklich gefährlich? Was denkt ihr? Möglicherweise. Doch die meisten Piraten segeln über dem Wind zwischen Kuba und Hispaniola. Oh, verstehe. Ja, eine vielbefahrene Meerenge. Segel setzen! Doch ich sollte einen Piratenüberfall nicht fürchten, um ehrlich zu sein. Mein Schiff ist klein und ich besitze nichts cool von größerem Wert. Zuckerrohr und seine Produkte, Melasse, Rum und Dinge. Kein Pirat, der etwas auf sich hält, würde ein Fässchen Rum verschmähen. Nun ja, ich schätze, ihr habt recht. So, du noch den Stor links. Gebt den Wind nach! Ja, wir haben wieder, jawohl, genau so. Ram! Machsegel! Da wieder Vollgas. Ein Wal. So, gleich wieder da. Ihr seid der geborene Seemann. Ich habe einige Zeit als Rudergänger verbracht. 2 Jahre als Steuermann bei den Freibeutern. Schockschwere Not. Euer Leben klingt so großartig. So voller Abenteuer. So aufregend. Ich habe schon so einiges gesehen. Ei. Sehr vielversprechend. Okay, ganz ruhig jetzt. Bitteschön, willkommen zurück. Bitteschön, willkommen zurück. Edward Kenway. Stresstest 100%. Sehen wir mal, ob Ihr Verstand noch mitspielt. Bewegen Sie den Kopf und sehen Sie in diese Lichter, gleich hier. Welche Lichter? Nach oben. Nach oben. Nach oben. Bingo. Danke. Runter. Runter. So weit, so gut. Stehen Sie auf. Was? Das auch noch. Okay. Willkommen beim Sample 17 Projekt. Bevor Sie anfangen, brauchen Sie noch das hier. Bitteschön. Z. Test, 1, 2, 3, hallo, bonjour, c'est bon? Klappt es? Oh, Schuhe. Okay, gehen wir eine Runde. Sie haben ja schon Erinnerungsforschung betrieben, aber nicht in diesem Ausmaß, was überraschend ist. Sie haben... So, gehen wir da jetzt zu... Speichern, passt. So, das war's erstmal, danke fürs Zuschauen, haut rein, ciao, ciao, ciao.